Junge, ich bin krankgeschrieben. Ich auch. Als der Hirsch krankgeschrieben wurde, hast du ihn angerufen, kannst du dir den Finger in der Tür einstellen. Das habe ich euch gefragt. Nicht. Herzlich willkommen zu Die Beiden. Herzlich willkommen wieder. Heute trinken wir ein Monster. Sag du's. Reserve. White Pineapple. Neue in Deutschland haben wir in Oberhausen gekauft. Vorgestern. Hatten wir neulich schon mal aus Amerika einen Test, steht da unten direkt. Der Deutsche soll intensiver sein als der Amerikanische. Soll ähnlich oder soll intensiver sogar schmecken als der Ripper. Da bin ich sehr gespannt drauf, weil der mich hinweist, dass ich Ripper liebe. Weder Saft, Tee noch Kaffee und sonst kein zusätzlicher Schnickschnack. Das heißt, es ist wirklich einfach nur ein ganz normaler Monster mit Ananas. Und das könnte den Arsch retten. Ich bin jetzt gespannt, ob wir bei dem, wie bei dem Ripper, noch den normalen Monster ausschmecken. Da bin ich auch gespannt drauf. Weil der Satz, ich kann ihn mal weiterlesen, weder Saft, Tee noch Kaffee und auch sonst kein zusätzlicher Schnickschnack zum Monster Energy Mix. Das heißt, es könnte wirklich der Monster Energy plus dieser Saft sein. Monster Reserve ist ganz klar das Monster Original, aber in neuen großartigen Geschmacksrichtungen. Mhm. Haha. Der Kork. Es ist die perfekte Kombo, genau der richtigen Zutaten in eben der richtigen Mischung, um den Job zu erledigen. Nur so wie Monster es kann, oder? Monster Reserve schmeckt nach Zuckerhut-Ananas. Intensiv, sanft und leicht. 35 Gramm Zucker pro Dose, was hat's denn? Das klingt auch. Was für eine Pumpe? Meine Servopumpe ist im Arsch. Oh, Junge. Dieses White Pineapple könnte halt durch den Zucker gut kommen. Wie gescheit dumm, wenn ich das sage. Eine Kram, ich eine Ananas. Also, ich jetzt nicht so eine Ripper. Oh, das riecht wie einen, den wir den Eintag schon getrunken haben. Hier im Video? Nee, wir haben irgendwas mit Ananas den Eintag getrunken. Genauso riecht der jetzt. Ohne Video. Ohne Video. Im Auto. Mit dem Monster von Gold. Ja. Ja. Kann. Ja! Aber der ist aber nochmal. Der riecht auf jeden Fall intensiver. Ja, aber nicht wirklich Ripper, ich. Aber was ist denn an Junge. Ripper jetzt so? Also was ist da? Ich bin ja nicht so drin im Deswegen müsst ihr mir das Müsst ihr mir das erläutern? Erläutern! Bitte. Professionell. Ja, der Ripper ist halt, weiß ich, der Ripper ist eine Legende, das wird hier jeder unter... Boah, Junge, Alter. Der Ripper war nochmal schärfer. Oder warum? Das ist ein Ripper... Ripper hatte damals Saft erst 50%, dann 30%. Oder nur der Deutsche 30%. Dann noch 20%, oder nicht? War das nicht so? Ja, ich wollte sagen, der Deutsche hatte 30%, die anderen im Ausland hatten nur 20%. Deswegen kommt keiner an den deutschen Ripper ran. Aber, ich glaube, ich habe eben gesagt, der Saft hat er nämlich, glaube ich, nicht. Weil ich habe eben gelesen, weder Saft, Tee noch Zucker. Das heißt, ich korrigiere mich mal, dass er nämlich keinen Saft. Perfekt. Das wird das sein, was zu Ripper fehlt. Ich schmecke tatsächlich nur Zucker. Boah. Also, er schmeckt nicht so wie er riecht, finde ich. Alter. Ja, das ist Ananas, künstlich Ananas geschmack plus Zucker. Null Saft Ripper. Schade drum. Echt schade. Wirklich, also ich finde, der schmeckt pur nach Zucker in meinem Gaumen hinten. Also, da kommt an Geschmack nicht so viel an. Zucker mit Ananas. Das schmeckt ja einmal wirklich, wenn du Zuckerhut in eine Ananas reinpresst. Ein Kollege von mir meinte, der schmeckt besser als der Ripper. Und der liebt den Ripper. Sein Kollege liebt den Ripper genauso wie ich, deswegen habe ich mich einfach dünn drauf verlassen. Vor allem der arme Hirsch, ich muss mit ihm Notiz machen. Ich habe mal ein bisschen bloß krank geschrieben. Ja. Schade. Irgendwann tut er mir direkt leid. Irgendwann wird die Kombi passieren, der Hirsch, du und ich zu dritt. Vor allem darf ich jetzt ab Donnerstag ab meinem Geburtstag mit ihm Notiz machen. Mit dem Hirsch? Einmal klopfen. Jubel, ja. Das ist ein Bomben-Geburtstagsgeschenk. Ja, es ist schwer, weil ich Ripper verwöhnt bin. Er ist grundsätzlich nicht schlecht. Ripper schmeckt besser. Definitiv. Er ist grundsätzlich nicht schlecht. Ich würde ihn mir im Angebot wahrscheinlich sogar wiederholen. Aber dieses pappige Süße stört mich. Monster ist gerade im Angebot, ne? Monster ist gerade im Angebot. Echt? Perfekt. Wir haben den letzte Woche Samstag gekauft, also vorgestern. Ich sag 5 von 10. Von mir gibt es 4 von 10. Wer ist mir zu süß? Seit 6 war die Ananas-Marke, aber ist auch ein gut. Ich gucke jetzt, die so komisch aus, wie so ein Haufen Tücher ist, ne? Das halt schmeckt wie was du schon mal hatten mit Ananas. Das ist das, was ich dir eben gesagt habe. War das jetzt nur der Ultra Gold? Kann ich mir nicht vorstellen. Wollen wir Clemens anrufen im Video? Was wollen wir denn jetzt Clemens anrufen? Sie haben die Frau, glaube ich, an den Clemens genannt. Ich weiß jetzt nicht. Tschüss, Kebo. Tschüss, Kebo. Tschüss, Kebo.